Hallo ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und ich habe heute wieder ein neues Mittwoch-Spezial für euch. Denn heute gibt es wieder eine schicke kleine Stanze, woraus ihr hier solche schönen Goodies machen könnt. Und zwar gibt es heute von Graft Emotions die Duo Merci Box. Und da bekommt ihr hier einmal die Stanze. Und die Stanze beinhaltet hier noch so ein paar Add-ons, die ihr auch zum Dekorieren benutzen könnt. Ich habe sie jetzt in meinem Fall hier nicht verwendet, aber ihr habt hier noch die Möglichkeit, dass hier noch ein paar Standteile mit dabei sind. Genau, ihr habt hier auch hier vorne nochmal so zwei Beispielbilder, wie man die Box gestalten kann. Man kann sie nämlich auch ein bisschen unterschiedlich verschließen. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Und zwar habe ich hier das ganz einfach gewählt, habe mir hier das Nylongarn drumherum getüttelt, aber man kann die Box auch ein bisschen anders verschließen. Und ich habe mir hier so ein paar verschiedene gemacht aus derselben Papierreihe. Und zwar sind das hier diese Designpapiere, die letzten Freitag in den Shop gewandert sind. Das sind einmal die Designline Dandelion plus kleine Blätter, denn die sind immer zweiseitig. Und einmal das Designline abstrakte Blätter plus Fächer Blumen. Das ist dieses hier. Und ich habe noch hier so ein Reststück von diesem hier. Da sind hier noch solche Punkte mit drauf. Genau. Und das fand ich ganz cool, dass man hier halt eben super viele Möglichkeiten hat und trotzdem so in einer, ja, keine Ahnung, in einer Linie bleibt. Und dann habe ich mir hier noch einen kleinen Anhängerchen dazu ausgestanzt. Das sind hier diese Medi-Anhänger-Zweig. Da habe ich mir hier dieses Runde genommen, damit es einfach noch mal ein bisschen hübscher ist. Und dann habe ich hier aus diesem Set hier die kleinen Tags, habe ich mir eins genommen und habe dann hier dieses Good Vibes drauf gestempelt. Das ist aus dem Stempelset OH. Da habe ich hier dieses hier genommen. Da gibt es ja auch noch ganz viele verschiedene andere. Und die passen auch ja super gut auf diese Tags drauf. Und für so kleine Goodies benutze ich das immer super gerne. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal eine Box zusammen. Ich habe nämlich schon einmal noch was ausgestanzt. Und zwar sieht die Box ausgestanzt so aus. Ich lege das mal ein bisschen hier zur Seite. Und es passen tatsächlich, zeige ich euch gleich, zwei Merci-Stangen perfekt hier rein. Ihr müsst euch einfach nur die Falzlinien einmal nachfalzen. Geht auch super schnell. Muss auch nichts geklebt werden. Das finde ich auch immer ganz praktisch, wenn man solche Verpackungsstanzen hat. So, dann sind einmal alle Falzlinien nachgefalzt. So, und jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr das hier einmal reinklappen und diese zwei Seitenteile hier drüber klappen und das hier drüber klappen. Dann hat man die Möglichkeit, ich zeige euch das mal an einem Stück mit einem Stück Nylongarn. Moment, schneide ich mir hier schon mal was ab. Wir nehmen nämlich hier auch wieder das Rosa, ne? Das ist hier Kaugummi-Rosa, glaube ich, heißt das. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal ein Stück, schneiden uns das ab. Ich möchte es euch nämlich einfach nur mal zeigen, wie die Verschlüsse unterschiedlich sein können, ne? Und wenn ihr das jetzt verschließen wollt, dann geht ihr hier einmal hier rein, geht einmal hier rein und geht einmal durch diese zwei Löcher hier und mit dieser Seite einmal hier oben rein. Und dann verschließt die Box nämlich auch. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten ein Schleifchen einfach zu binden und die Box ist zu. Oder ihr könnt es eben so machen, dass ihr nur durch das vordere Loch einfach hier einmal das Nylongarn gebt, um euch das dann hier so rumwickelt und zumacht. Oder wie ich das jetzt gemacht habe, ihr wickelt einmal hier das Nylongarn ganz normal drum und macht hier das Schleifchen.
Und weil mir das jetzt auch nicht so gut gefallen hat, dass das hier auch noch diese Löcher hat, habe ich mir das jetzt so gefalten, dass das hier so ist, dass das einmal hier diesen halbrunden Bogen hat mit diesen Löchern und ansonsten alles eher geschlossen ist. Und genau, dann können wir uns nämlich auch schon direkt das Nylongarn drumherum machen. Dann nehme ich mir das wieder doppelt, weil ich das einfach immer ein bisschen schöner finde. Und ich auch finde, dass das ein bisschen besser hält. Schneide ich mir jetzt hier einmal nochmal ein Stück ab. Und gebe das hier einmal rum. Kann man auch nachträglich dann das, die Merci-Stangen reinpacken. Machen wir auch gleich. Ich finde das immer wieder schön, solche Verpackungen für Tischgoodies oder auch. Ich habe jetzt so viele gemacht, weil ich meinen Arbeitskollegen mal wieder was mitbringe. Die sind nämlich immer sehr schokoladensüchtig bei uns alle und freuen sich immer, wenn sie so kleine Goodies bekommen. Und deswegen fand ich die Stanze super, weil man ganz, ganz schnell super viele Verpackungen fertig bekommt. So, jetzt habe ich mir hier einmal einen Knoten gemacht. Schleifchen machen wir gleich. Denn ich muss jetzt einmal noch das Anhängerchen ausstanzen. Und dafür nehme ich jetzt wieder hier einmal dieses hier. Dann nehme ich wieder das Runde. Und ich stanze das auch in Schwarz aus. So wie hier nochmal. Das fand ich ganz schön. Könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Ich fand jetzt die Kombi Schwarz, Weiß und Rosa ganz hübsch. Stanze mir hier das einmal aus. Und ihr könnt es euch natürlich ja gestalten, wie ihr mögt. Ich fand jetzt, dass das gut passt. Aber man kann das auch einfarbig machen mit anderen Designpapier. Da sind natürlich keine Grenzen gesetzt und das ist wirklich super schnell fertig. Das. Dann einmal mein Pika hier. Dann ist das nämlich einmal ganz schnell draußen. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das sehr filigran ist. Und ich weiß auch leider nicht, ob diese Medi-Anhänger noch verfügbar sind. Die waren nämlich auf nur noch so lange der Vorrat reicht. Und genau, müsst ihr mal schauen. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Anhängerchen, wenn es jetzt den nicht mehr geben sollte. Hat bestimmt jeder auch noch was anderes zu Hause oder findet was im Shop. Genau, so, und dann können wir uns diesen kleinen Anhänger einfach hier so ein bisschen rum. Tüdeln. Kann man auch für Tischgoodies wieder verwenden. Mit Namen könnte man das auch versehen. Anstatt das Label hier mit Good Vibes könnte man ja auch einfach den Namen drauf stempeln oder drucken. So, jetzt kriege ich hier wieder das zweite Nylongarnisch durch, weil ich es nicht sehe. Dann einmal ein Schleifchen. Okay, kann man dann auch nachher oder kann man auch jetzt noch ein bisschen abschneiden, ist ein bisschen lang. Dann sieht das schon mal so aus. Das Schleifchen kann man hier noch ein bisschen dann zurechtzubbeln. Könnt ihr machen, wie ihr mögt. So, jetzt funktioniert das noch ganz gut, dass man das hier rauszieht. Es müsste ein bisschen kürzer eigentlich sein, aber ihr könnt es trotzdem rausziehen hier. Und dann kann man hier nämlich einmal die Schokolade reinpacken. Und da passen haargenau eben zwei Stück rein, ne? Die sitzen da auch echt schön press drin, rutschen nicht und ihr könnt dann einfach hier das auch wieder verschließen. Und als letztes fehlt dann nur noch das kleine Label. Und da habe ich mir einmal dieses hier genommen. Auch das einmal kurz ausstanzen.
da nehme ich eben auch super gerne nur hier meine kleine Sidekick. Ich finde die perfekt für so ganz kleine Standteile, anstatt immer die große Maschine zu nehmen. So, dann einmal das Label. Und dann hier einmal Good Vibes. Also wie gesagt, ihr könnt auch jedes andere Set nehmen oder auch jeden anderen Spruch. Ich fand es jetzt hier ganz nett mit den Good Vibes. Schokolade verpasst einem ja immer Good Vibes. Dann einmal Stempelkissen. Und einmal abstempeln. Tada. Und das setze ich mir ein kleines bisschen höher. Deswegen nehme ich hier einmal 3D-Punkte und klebe mir die hier einmal hinten dran, weil ich das ein bisschen schöner finde, wenn das so ein bisschen erhaben ist. Auch da hätte man jetzt theoretisch das Nylongarn drumherum tütteln können, weil das hat ja hier hinten so eine Anhängeröffnung. Aber ich finde es jetzt so eigentlich auch ganz hübsch. Und dann setze ich mir das hier einmal hier oben drauf. Möglichst gerade. So, dann kann man das Nylongarn vielleicht noch ein bisschen schieben. Kann man auch die Schleife noch ein bisschen nach unten drehen. So. Ne? Und schon habt ihr ganz, ganz schnell ein Goodie fertig für sämtliche Anlässe. Ne? Ihr könnt es ganz, ganz individuell gestalten. Und ich finde, ihr könnt auch, ihr könnt es zum Beispiel auch nochmal dann schön verpacken, wenn ihr jetzt das Nylon gar nicht dazwischen habt. Und dann könntet ihr auch euch eine Rahmenbox bauen und das dann hier so einsortieren. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man mit dieser Stanze was Schönes gestalten kann. Genau. Also ihr Lieben, das war's schon für diesen Mittwoch. Gar nicht mal so viel, aber ich finde, für etwas Schnelles, Kleines ist die Stanze hier super gut geeignet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und dann hören wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben.